Hallo, in diesem Video möchte ich euch erzählen, was die Mengenbezeichnungen, also die Quantifiers both, either, neither, no und none bedeuten und wie ihr sie im Englischen verwenden könnt. Dazu gebe ich euch jeweils ein oder zwei Beispielsätze und eine kurze Erklärung. Was ist also die Bedeutung von both? Both of us love Agatha Christie's novels. Wir beide lieben Agatha Christie's Romane. Alistair has got two sisters. Both live in Paris. Alistair hat zwei Schwestern. Beide leben in Paris. Wie ihr in diesen Beispielen sehen könnt, bedeutet both beide, das heißt der, die, das eine und der, die oder das andere. Und wie verwendet man both? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com